Hallo und herzlich willkommen endlich wieder um Sie 2, der NRW bei 18 hier. Wir sind auf der nächsten Linie angekommen, die Linie 211, genau. Und wir befinden uns hier mit der Beasley, die auch gerade hier ist. Wir befinden uns in Herten-Mitte. Ich habe eigentlich vor, die Linien jetzt andersrum zu fahren, wie ich sie damals gefahren habe. Ich habe damals überwiegend von Buer Rathaus dann hinausgefahren. Jetzt versuche ich, die Linien andersrum zu fahren. Das heißt, wir fahren dann hier jetzt nach Buer Rathaus. Als Bus heute habe ich mir ein kleines Schmankel rausgesucht. Und zwar ist es ein MAN NG 313 Gelenkbus Viertürer-Variante. Bin ich noch nie gefahren. Bin gespannt, wie er sich so fahren lässt und vor allen Dingen, wie das so mit der Tür da hinten funktioniert. Es sind die Modelle der MAN Stadtbusfamilie. Das heißt, wir können hier uns das Modell komplett so designen, wie wir das haben wollen. Gut, das hätte ich jetzt vielleicht auch im Vorfeld mal machen können. Weil die Anzeige da oben gefällt mir schon mal nicht. Aber der Innenraum finde ich Granate. Da hat man wirklich an alles gedacht. Richtig schön. Auch hier hinten schön das MAN-Logo. Schön. So, da sind wir jetzt in einer letzten Tür. Und ich finde, MAN hat es von der Aufteilung her wirklich mit am besten gelöst. Klar, hier hat man jetzt natürlich den Riesenvorteil. Den Motor hat man hier nicht. Bei den neueren Viertürern hat man hier hinten bei bei Solaris sieht man ja bei uns jetzt hier in Düsseldorf. Da hat man zwar auch Viertürer-Variante, aber man hat hier hinten nur zwei Sitze, weil hier alles Motor ist. Furchtbar. Finde ich sehr beengend. Aber nun gut. Das Cockpit. MAN Standard. Moment, jetzt muss ich umdenken. Ich komme vom Train-Simulator. Und dann können wir den Motor anschmeißen. Ein richtig schön kerniger MAN-Sound. Nebel da hinten raus. So, dann können wir hier oben auch mal, das habe ich euch schon alles gezeigt, in die Modellkonfiguration gehen, und zwar die Matrix Aquell-Typ, und zwar ich glaube Flipdot war das, oder? Hoppla. Nee, das ist Flipdot. Das ist verkehrt. Ach nee, das ist draußen. Moment. Spiegel Innenraum. Da können wir uns aussuchen, ob der geteilt ist. Zusatzspiegel an. Ach, der Zusatzspiegel, okay. Also ihr seht, man kann hier so viele geile Sachen mitmachen. Türsteuerung, Werbung, Haltestangen. Türtrenner, Tür 1. Haben wir nicht. Achtung. Zack. Haben wir. So, aber ich will Spiegel, Entwerter, Infrarotbarke. Infrarotbarke? An. Was? Für ÖPNV. Achso. Naja, da sehen wir jetzt. Ja, hier die Infrarotbarke, oder? Soll die das sein? Ich weiß es nicht. Für den, die Fahrgastzählung. Seitenschilder, Lautsprecher, Türöffner, Rampe, Scheinwerfer, Schmutzfänger, Türwandton. Tür auf jeden Fall an. Matrix, Motor, Türen vorne, Türen. Innenanzeige. Oh. Ich glaube, C war das. Ja, die gefällt mir am besten. So, dann können wir jetzt hier auch den Fahrplan uns anschauen. Herten, Mitte, fangen wir an. 14 Uhr. Versuchen wir mal die Linie einzugeben. Linie Kurs 211. Und die Route müsste die 02 sein. Jawohl. Ja. Und hier natürlich auch nicht zu vergessen, die seitliche Anzeige, finde ich, ist ein Muss, weil ansonsten hat man hier an der Seite überhaupt nichts. Und hier hinten die schöne große LED-Anzeige. Na, hier, schön. Hat man alles komplett. McDonald's. Steht das da wirklich? Okay. Hinten hat man dann aber leider nur noch die kleine. Hoppla. Aber hier hat man auch alles Wichtige. Das Ziel und dann natürlich die nächste Station. Ja, dann würde ich sagen, haben wir alles soweit eingestellt. Würde ich sagen, fahren wir vor zur Haltestelle. Los geht's.
Ich liebe diese Ansicht. Ich liebe sie einfach. Moment. Muss ich gucken, wo der Bordstein ist? So, wenn jetzt alles gut gelaufen ist, müssten die Leute einsteigen. Oder auch nicht. Da ist ja gar keiner da. Was ist das denn? In 3 Minuten fahre ich hier ab. Hallo, wofür bin ich hier mit dem Gelenkbus hingekommen? Ach, guck mal an. Die steigen hinten selber ein. Oder? Was? Tja, tatsächlich. Die steigen hinten automatisch ein. Eieiei. Ja, okay. Wir haben hier vorne Innenschwenk und auch hinten Außenschwenk. Okay. Ach so, das Wheelpaint der Westischen übrigens. Ja. Hinten Außenschwenktüren. Ja gut, kann man machen. Kann man machen, muss man nicht. So, 3 Minuten haben wir noch. Können wir mal vorspulen. Ja, auch danke für den Tipp, dass man, wenn man im Hinterläufer ist, dass man die Zeit auch wieder zurückstellen kann. Wupp. Hallo. Also. Hallo. Musst du einmal Preisstufe A, bitte. Hallo. Ah ja. Danke. Bitte. Meine Güte, wer hat das synchronisiert? Jo, los geht's. Dann können wir noch, zack. Achso, noch was vergessen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute hier irgendwie ein bisschen zickiger sind, was so der Fahrgastkomfort angeht. Also sie beschweren sich halt sehr viel. So, jetzt muss ich noch gucken, ob wir auch automatische Ansagen haben. Ich glaube nämlich nicht. Nächste Haltestelle, Herdenrathaus. Es macht echt Spaß, hier Omsi zu fahren, aber es ist immer mit einer Menge Aufwand verbunden und vor allen Dingen nachher auch mit einer Menge Arbeit, was das Rennen dann angeht. Aber was tut man nicht alles? Und auch danke für eure ganzen Vorschläge, welche Karte ich doch mal fahren soll. Keine Sorge, es wird letztendlich jede Karte drankommen, aber erst immer eins nach dem anderen. Hier stehen wir jetzt schon schön im Stau. Hervorragend. Och Mensch, fahr doch! Hoppla. Genießen wir den wunderschönen Bus mal von außen. Er ist wirklich wunderschön. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, ob die Ansagen automatisch sind. Nee, sieht wohl nicht so aus. Nächste Haltestelle, Schloss Herden. Auch schöner Retarder. Oh, herrlich. Was, zu kalt? Naja, stell dich so an. Nächste Haltestelle, Elisabeth Hospital. Ja, das sind echt Haltestellenabstände hier. Hoppla. Guten Tag.
Oh, der Bordstein. Nächste Haltestelle. Egelicher Weg. Jetzt haben wir, daran kann ich mich noch gut erinnern, relativ viel über Land, wo auch, glaube ich, relativ wenig Leute einsteigen. Aber auch das Schöne, man sieht es links, der Außenspiegel ist animiert. Ja, ihr mich auch. Du idiotische Kuh! Ich leg hier eine Vollbremsung hin und ich will gar nicht einsteigen. Ah. Nächste Haltestelle, Kreuzplan. Ach. Wir können jetzt gleich auch mal ein bisschen mit dem Wetter spielen, weil die ersten beiden habe ich ja auch hier bei strahlendem Sonnenschein gefahren. Schauen wir mal, was wir da gleich mal für ein Wetter zaubern. Aktuell sieht es ja nicht so rosig aus bei uns. Wurde auch letztens gefragt, fährst du denn auch die Straßenbahn? Ja, die Straßenbahn werde ich auch fahren. Ihr solltet mich langsam kennen, ich werde immer komplette Reihen von Spielen spielen und ein Spiel werde ich dann halt auch immer komplett zeigen. Das heißt, alles, was mir möglich ist zu machen, das werde ich euch auch zeigen. Und da es natürlich hier möglich ist, auch Straßenbahn zu fahren, werde ich euch natürlich auch die Straßenbahnlinie zeigen. Ist doch klar. Lalalala. Kann man schon fast ein Tempomat dran machen und die Füße hochlegen. So interessant muss Fernbus-Simulator sein. Nächste Haltestelle, Obringstraße. Naja. Ja, was denn jetzt? Unglaublich. Nächste Haltestelle. Schlossstraße. Pause könnte man mal machen. Da sind wir wieder.
könnte ich auch mal schnell machen und gucken, ob wir das hinkriegen. Jawohl, dritte Bremsleuchte. Sehen wir sie jetzt hier. Was können wir denn noch anstellen? Aber hinten eine schöne Logo. Ja, muss sein. Ach guck mal, da hinten ist sogar eine Ampel. Das ist ja vorteilhaft. Oh, das glaubt, das war Obla. Es sieht einfach nur geil aus von außen. Wieso ist hier hinten jetzt auch wieder Innenschwenk? Was ist das denn? Nicht schlecht. Nächste Haltestelle, Mesterholt Bahnhof. Jetzt kommen wir hier wieder in die Innenstadt, wo es wieder ein bisschen enger ist. Und die Ampel hängt schief, egal. So, jetzt kommen wir hier oben nochmal ein bisschen... Na, wieso... Wie geil. Außenschwenk... Ach so, nein, da will ich auch gar nicht hin. Modell, Spiegel. Langer Außenspiegel rechts. Was willst du denn? Ach so, ich weiß, was du willst. Moment, ich muss jetzt aber erstmal fahren hier. Das Gute ist, solange dann noch das Geld auf dem Tisch liegt, halten die Klappe. Während der Fahrt bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Ihr kennt das. Halt doch die Klappe! Wenn ihr euch nicht festhalten könnt, könnt ihr hier nicht hören. Moin! Herrschaftszeit. Moment, wo lang denn jetzt hier? Achso, geradeaus. Nächste Haltestelle, Geschwisterstraße. Wir können auch mal in den Fahrgastraum gehen. Sieht auch sehr geil aus, finde ich. So, jetzt müssen wir hier links abbiegen. Schaffe ich das? Ja, genau den Balken hier vom Fenster hin. Blick hier. Achso, Moment. Da ist noch eine Abbiegerampel, ne? Ich sehe sie nicht, verdammt. Jetzt wird's eng hier. Eieieiei, wie soll man denn hier bitte durchkommen?
Meine Güte. Verdammte Bäume. Nächste Haltestelle, Ringstraße. Zieh dir mal einen kürzeren Rock an. Ich hab keine Zeit mehr. Wo ist das denn jetzt? Einfach alles immer anmachen ist immer die beste Sache. Ob das eine ist die Standheizung, kann das sein? Egal. Nächste Haltestelle, Bärtlicher Straße. Gelsenkirchen-Passlitz. Nächste Haltestelle, Egonstraße. Müsste es aber jetzt richtig sein. Ach, herrlich. Oh, gib Gas! Das ist so geil, dass man hier sowas texturiert. Guckt euch das an. Ich komm ja kaum den Berg hoch. Was soll das? Na, gleich bleiben wir stehen. Ja, ich schaffe es noch. Ah, geschafft. Unglaublich. Nächste Haltestelle, Ambachlauf. Nächste Haltestelle, Stifterstraße. Warum man sowas hier echt nicht irgendwie mal moddet oder so? Achtung, gleich beschweren sie sich wieder, weil ich zu schnell bin in der Kurve. Ah, Ömi Pömi. Mit Enkelin. Oh, zweimal Ömi Pömi. Hi. Oh, guck mal, einmal mit grün und einmal mit gelb. Warte, egal. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Nächste Haltestelle. St. Michaelstraße. Hm, da kommt jetzt die Tochter. Pause. Sind wir wieder. Weiter geht's.
Was machen die da vorne? Nächste Haltestelle. August-Schmidt-Platz. Was gibt das jetzt hier? Das liebe ich so an Omsi. Tja, Freunde, dann gucken wir einmal nicht hin. Mogeln uns mal hier mal durch. Ansonsten würden wir hier morgen noch stehen. Doch sein können. Die Spezies namens Fahrgast. Nächste Haltestelle, Valentinstraße. Die Aussprache. Warum sagt er nicht einfach Valentinstraße? Was macht er? Er blinkt hier. Oh, 30, hoppla. Wollen hier alle abbiegen? Eieiei. Hallo. Jo, was geht? Ey, jo, Mann, alles klar. Hallo, Biesli. Hallo, Biesli. Hallo, Biesli. Was ist los? Ja. Abendessenszeit. Hm? Nächste Haltestelle, Gustavstraße. Bitte. Kurz und schmerzlos. Nächste Er lässt mich vor, danke. Lütjinkow-Straße. Also bei den Ansagen bin ich echt froh, dass die Reimann bei uns wirklich Geld in die Hand nimmt und das wirklich eine reale Person sprechen lässt. Ich meine, die ein oder andere Haltestelle wurde jetzt natürlich auch mit Computerstimme ein bisschen modifiziert oder nachbearbeitet, aber insgesamt macht die Reimann da schon bei den Ansagen eine gute Sohle. Na? Nächste Haltestelle, Pavliker Straße. Meine Güte. Guten Tag. Oh, Kreisverkehr, wie ich sie liebe. Nächste Haltestelle, Hauptverwaltung E.ON. E.ON? Okay. Hallo.
Hallo. Ein Erwachsenen-Ticket, bitte. Ja, Biki, möchtest du auch eine Fahrkarte? Soll ich dir auch eine Fahrkarte ausstellen? Preisstufe Kind? Das dachte ich mir. Der Papa kommt jetzt. Oh, jetzt komm schon. Ja, jetzt komm ich, aber tut mir leid. Du bleibst da. Hallo. Unglaublich. Nächste Haltestelle. Innenbrockstraße. Leider von außen genießen ist ein schöner Bus. Nächste Haltestelle, Königswiesen. Ja, wir kommen wieder so langsam in die Gegend Ur-Rathaus und das ist hier schon immer ein Nadelöhr gewesen. Damals schon bei Gladbeck, was das Ruckeln angeht. Deswegen eine Pause. Und da sind wir wieder an der Königswiese. Und ich will eine Fahrkarte. Ein Erwachsenen-Ticket, bitte. Bist du denn schon erwachsen, mein Dankeschön. Kind? Na, glaube ich dir mal. Nächste Haltestelle. Freiheit. So, jetzt hier links, dann wieder rechts und dann sind wir schon fast da. Hier werden wir uns, wie gesagt, noch sehr häufig wiedersehen, rund um das Gelsenkirchener Burer Rathaus, weil hier enden und beginnen sehr viele Linien. Ich hoffe, dass ich Anfang des Videos auch recht damit hatte, dass ich die Linie jetzt wirklich andersrum fahre und nicht, dass ich die damals in Gladbeck auch so rumgefahren habe. Ich habe mir das Video jetzt nicht angeguckt, aber ich meine mich erinnern zu können, dass das so war. Falls nicht, entschuldigt, aber dann werde ich mir bei den nächsten kommenden Videos das auf jeden Fall vorher anschauen, dass wir dann halt auch die andere Richtung fahren. So, jetzt haben die noch grün und wenn die jetzt gleich auf rot sind, dann müssten wir rankommen. Ja. Hättest ja mal blinken können, du Mercedes-Fahrer. Und in der nächsten roten Ampel stehen wir. Es ist zum Heulen hier. Wenn die richtigen Busse auch an so vielen roten Ampeln stehen würden. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, ob es in
absehbarer Zukunft wirklich ein Add-on gibt, wo man das auch vielleicht mal einbaut, dass der ÖPNV wirklich Vorrang vor dem Individualverkehr hat. Dass man das auch vor allen Dingen merkt. Aber ich glaube, das ist zu anspruchsvoll für die Programmierer. Was war das? Nein, das ist Königswiese, oder? Doch, ja. Hä, Königswiese nochmal? Wieso? Ja, warte mal. Aber wieso halte ich jetzt hier... Ich hab doch jetzt da Freiheit. Wieso? Jo, was geht? Ey, yo, Mann, ist klar. Oh, ganz schön voll, der Bus. Hab ich da jetzt was nicht mitgekriegt? Oder habe ich zu viel gesammelt? Ah, nee. Ah, ja, frei. Ja. Freiheit kommt doch jetzt hier erst. Da war ich zu schnell mit meinen Fingern. Da vorne haben wir nämlich erst Freiheit. Lalalalalala. Oh. Schon fast Kavaliersstall hier. Hallöchen, Hallöchen. Müsste es jetzt gewesen sein. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Rathaus. Da fehlt mir leider auch die Information, unsere Fahrt endet hier oder dieser Bus endet hier. Haben sie früher mal mit angesagt. So, 222. Unser Vorgängerbus. Hier natürlich jetzt auch mit der Straßenbahn die Möglichkeit, hier hinzufahren. Die Ampel hier ist jetzt auch echt zum Kotzen. Ah, das ist auch ein Gelenkbus, cool. Gelsenkirchen, Buer Rathaus, über Polsum, was auch immer. Kann ich denn die Tür aufmachen? Hoppla, oh Mann. Nein, schade. Kann ich auch nicht drücken, oh Mann, schade. Ah, vor allem, guck mal hier, da fehlt die Textur. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, hier auch nochmal schön die Anzeige. Ja, da guck mal hier, bitte aussteigen. Hier steht's. Endhaltestelle. Wagen hält. Und alle knubbeln sich an den Türen. Auch nicht schlecht. Ja, ihr merkt es, diese Ampel hier ist echt zum Kotzen. Da werden wir noch einige Stunden dran stehen müssen.
Das ist normalerweise, wenn die Straßenbahn hier kreuzt, aber... Ah. Hat sich natürlich alles ein bisschen zu Gladbeck hier geändert. Es ist ein bisschen moderner geworden. Hier, die Kurve ist nicht mehr so eng, wie sie damals war. Wie wir sehen. Aber jetzt hier die Kurve, die hat man immer noch nicht entschärft. Und das ärgert mich schon ein bisschen. Denn insbesondere hier auch mit dem Gelenkbus. Ihr seht es jetzt hier, wie er jetzt hier mehr oder weniger... Guckt euch das an. Ne? Es ist echt schade, dass man das hier nicht mal irgendwie gepatcht oder gefixt hat, aber wir müssen uns jetzt richtig reinquälen. So, und dann muss ich... Wo muss ich hin? Was? Der steht auf meinem Platz? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das darf ja jetzt wohl echt nicht wahr sein. Der steht auf meinem Platz? Ah, danke. Das hat er gehört. Da ist ein bisschen Vorfall hier. So. Hoppala, jetzt will ich den mit. Kriege ich die Auswertung schon? Ja, kriege ich. Okay. Ich bin sogar 2 Minuten 39 zu früh. Ja, gut, Freunde. Aber nichtsdestotrotz. Ah, er fährt weg. Gut, dann können wir ein bisschen vorziehen. So, Freunde, und dann würde ich sagen, das war's mit der Linie 211. Ich finde, ein wirklich schöner Bus und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder mit der Linie 212 und bis dahin sage ich einfach, macht es gut, bis dann, NRW über 18, adieu.